Stellen wir uns vor, wir sind in einer Produktionshalle. Die Produktion ist hochautomatisiert und der Mensch muss vor allen Dingen eingreifen, wenn ein Fehler passiert, ein Alarm, irgendwas passt nicht, die Maschine steht still. Und nun ist es, kann dieses Problem ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Es kann sein, dass ein Ersatzteil gewechselt werden muss, dass Material nachgeliefert werden muss, dass nur irgendwo was klemmt. Und in der Regel erfordert so eine Problemlösung ziemlich viel Erfahrungswissen, ziemlich viel Expertise. Und jetzt kann die KI hergehen und den erfahrenen Nutzer sozusagen über die Schulter schauen und zugucken über Sensoren, was macht der Nutzer, um das Problem wieder zu beheben. Einerseits auf der Softwareseite, welche Einstellungen werden verändert, auf der anderen Seite aber auch in der physischen Welt, welche Wege werden zurückgelegt, welche Türen werden geöffnet, welche Ventile werden vielleicht gelöst. Und diese gesammelten Daten können wir in einem Wissensspeicher ablegen und dort dann schauen, ob die entsprechenden Problembehebungsstrategien erfolgreich waren. Das heißt, tritt dasselbe Problem in den nächsten Minuten wieder auf oder läuft die Produktion danach rund? Und dementsprechend können wir diese erfolgreichen Problemlösungsstrategien in der Zukunft weniger erfahrenen Nutzern, wenn ein ähnliches Problem vorliegt, als Empfehlungen, als Instruktionen, als Anleitungen zur Verfügung stellen. Die Maschine lernt über die Zeit, indem sie verschiedene Situationen, in der ein ähnliches Problem aufgetreten ist, miteinander vergleicht und schaut, wann war eine Reaktion des Menschen erfolgreich und wann weniger erfolgreich. Und der Mensch spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Er muss zum einen das Wissen in das System eingeben. Er muss ja zunächst mal das Verhalten zeigen, was die Maschine dann letztendlich erstmal aufzeichnen kann. Und zum anderen muss er auch validieren, das heißt überprüfen, ob die Schlüsse des Systems auch korrekt sind. Dementsprechend ist der Mensch ganz maßgeblich dafür verantwortlich, ob so ein System überhaupt funktionieren kann und wie gut es funktionieren kann. Ich denke, an dem Beispiel sieht man, dass so ein System nur in einer entsprechenden Vertrauenskultur funktioniert. Die Menschen haben vielleicht Angst, dass sie entbehrlich werden, wenn sie ihr Wissen teilen. Sie wollen es teilweise nicht mit ihren Kollegen teilen, teilweise natürlich auch nicht mit Systemen, von denen sie Angst haben müssen, dass sie irgendwann durch sie ersetzt werden. Deswegen ist so eine Vertrauenskultur entscheidend. Auf der anderen Seite denke ich, ist es auch wichtig, dass die Mitarbeitenden sich mit den Zielen ihres Arbeitgebers auch identifizieren können und vielleicht auch ein Wir-Gefühl haben, mit ihrem Team gemeinsam gewisse Ziele haben, die sie erreichen wollen. Also ich denke, es sind vor allen Dingen Anforderungen auf der kulturellen und organisatorischen Ebene.